YouTube, hey! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of Soweit. Ich hatte diese Woche eigentlich nicht so viel Zeit und Lust zu streamen, deswegen mache ich jetzt eine Aufruhr. Ich hätte jetzt eigentlich auch nur streamen können. Egal, ich mache jetzt auf jeden Fall eine Aufnahme für YouTube ohne Live-Publikum. Und ja, damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir gehen ein bisschen spazieren und damit let's go. Gabelbockwurmschrei. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Gabelbock, ist das schon 4? Nee. Das kleineres, ne? So, ist hier irgendwas dabei oder sind das alles Weibchen? Das Rückenwind. Das wird, glaube ich, nichts. Ein Dreierbock dabei. Aber. Sehr gut. Der Bär. Bär, bleiben Sie stehen. Hallo? Weibchen, ne? Da ist ja noch was. Ey, hier ist schon wieder alles voll, ne? Das ist super. Ich mag die Map. Wir müssen jetzt darauf achten, wir haben den Bären geschossen, wir haben das, wir haben den Gabelbock geschossen, wir haben das Maultier, den Maultierhirsch geschossen, ne? So. Oh, ja, ich hab, dunkel. Ja, Schwarzbär dunkel. Ich meine, sie sieht sehr, sehr schön aus, sehr hübsch, aber ich habe sie direkt in den Schädel getroffen. Beim zweiten Mal, leider da hinten rein, das ist scheiße. Egal. Maultierhirsch-Weibchen. Da kommt der Maultierhirsch angeschwommen. So, kleiner Dreierhirsch. Silber 151. Doppellunge. Schön. Top. Ah, guckt aber böse. Der guckt aber böse. Was, du hast mich geschossen? Was soll das? So, jetzt sind wir natürlich auf der Suche nach dem. Alter, dieses. Also, was ist denn mit ihr? Oh, Maultierhirsch. Männlicher Hornhof. Wo, wer, wo, was? Wo ist ein Weibchen? Wo ist das Männchen? Da. Ah, da ist er. Ich glaube, den habe ich getroffen. Gut getroffen, meine ich. Und getötet. Erlegt. Aber ich gehe jetzt zuerst zu dem Gabelbock. Schon wieder am ersten See ist hier schon wieder so viel los. Krass. Merkt man gleich, auf welcher Karte man ist. Ist schon wieder der nächste Gabelbock. Ah, okay, er ist abgesprungen. Leider abgesprungen. So, das ist auch nur ein Dreier, aber Gold. Doppelunge. Bis hinten durch. Top. Goldener Gabelbock. Oh ja, okay. Ja, ich könnte ja mal versuchen, in 400 Meter Schuss zu machen. LOL. Okay, ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ich glaube, das ist mein weitester Schuss bis jetzt. Und ich will die genaue Meteranzahl wissen. Das ist krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich... Also, vor allem, dass der auch gleich liegen bleibt, ne? Krasses Pferd, okay. Schauen wir uns an. Hier haben wir den Maultierhirsch, den kleinen. Der ist auch gleich liegen geblieben. Bronze. Oh, der war wirklich klein. Der war ja wirklich... Das war ja zwei Ender. Habe ich ja noch nie gesehen, Leute. Aber... Schöner Herztreffer. Durch das Schilf, durch den Busch. Geil. Ach, hier ist er. Sehr gut. Oh, 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 ein bisschen weit hinten, aber trotzdem Doppellunge. Aus einer Entfernung von 402,87 Metern. Ich hab die 400 Meter geknackt, das hatte ich noch nie. Silberner Gabelbock. 52,05. Ja. Krass, 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 krass. Jetzt
mein bisher weitester Schuss. So, was haben wir denn da? Rocky Mountain war Pity 4. 3. Auch 3. Hm. 132. Der Dreier kann höher scoren als der Vierer. Das ist ja komisch. Aber ja, okay. Von mir aus. Also, ich versuch mal den Dreier und den Vierer rauszunehmen, obwohl die sehr weit auseinander sind. Naja, okay, ich versuch's mal. Nee, mit der Waffe nicht. Ah, da muss ich ja wieder mit der schießen. Oh lol. Das wird wahrscheinlich nichts mit dem zweiten Schuss. Das könnte was geworden sein, bin mir nicht sicher. Ja, doch. Doch, 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 doch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also da liegt der erste und da liegt der zweite. Dreht euch doch mal um. Haben wir da noch einen Bock, der vielleicht schießbar ist? Du bist auch ein Dreier. Aber du bist besser. Okay, wir warten mal, bis die wieder zurück sind. Und sich schießen lassen wollen. Den habe ich erwischt. Der treibt doch nicht im Wasser. Das ist gut. Jetzt versuche ich einfach mal einen 300 Meter Schuss auf den da. Das sah nicht so gut aus. Sah auch nicht gut aus. Oh, der sah gut aus. Der sah gut aus. Top. Wo habe ich denn da hingetroffen? Da muss ich ja direkt unter seinen Bauch ins Herz getroffen haben, so wie das aussah. Was ist das hier? Wo kommt der her? Achso, der ist doch rübergetrieben. Verstehe. Silberner Rocky Mountain Wapiti. Single Lunge. Okay, das ist der, der rübergetrieben ist. Schön. So, welcher war das jetzt hier nochmal? Gold, das ist der Vierer. Ah ja, Vierer leicht. 187. Ne, 387, Entschuldigung. Auf jeden Fall schöner goldener Wapiti, auch Single-Lunge. Das war, glaube ich, der Dreier hier, der ein bisschen höher gescored ist. Silber, 350, ja, schade. Er war nicht besser als der Vierer. Aber Doppellunge. Das ist jetzt dieser Long-Range-Schuss, wo ich mich selbst so ein bisschen gewundert habe, warum ich den da... Was? Hier mehr als zweimal beschossen. Ah. Nein. Okay, der erste. Warte mal, wir gucken uns das mal an. Der erste Schuss ging Schulterblatt rechts. Okay, der zweite dann in den Muskel. Und der dritte direkt von unten in sein Herz. Lol. Aber er wäre maximal Silber gewesen. Schade. Also ein schönes Bild. Schönes Bild. Kommt übrigens alles in den Discord, falls ihr auf meinen Discord kommen möchtet, weil ihr euch die Abschüsse aus den Videos oder den Streams nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, da gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes, da poste ich nur was rein. Und da kommen die ganzen Abschüsse von den Videos rein. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Da ist ein Truthahn einfach. Oh, das ist kein Truthahn. Lol. Das ist kein Truthahn. Ein Bär. Das ist kein Truthahn. Aber leider auch kein Männchen. Also klar kann ich auch die Weibchen in Wertung schießen, aber ich hätte gerne ein Männchen. Ein Maultierhirsch war ein Ruf. Okay. Da ist also ganz viel in die Richtung. Okay, verstehe.
Also auf jeden Fall nicht das Schaf, was ich eben gerade gesehen habe. Okay, Maultierhirsch, No Scope, erwischt. So, der Maultierhirsch, schön Doppelunge Herz, top, alles getroffen einmal. Sehr schön. Oh mein Gott. Der sieht gar nicht so verkehrt aus, der Vierer. Den sollten wir da rausschießen. Vierer Maultierhirsch. Ja, sehr gut, sehr gut. Der zweite war gut. Der zweite war gut. Und Gold. 259, 312 ist Diamant. Aber schönes Tier. Ja, der zweite, wie gesagt, ins Schulterblatt und der andere dann. Oh, lol. Einmal alles. Lunge, Leber, Muskel, Gedärme, alles. Schön. Ein Präriebison-Vierer. So, Vierer Präriebison in Gold, 171. Sehr schön. Erwischt. Hinten ist noch ein Bison, das steht gerade ganz gut. So, der kleine Gabelbock war Silber. So, das waren Dreier, Silber 137. Oh, das ist ab 148, schade, okay. Der hier vorne war ja nur trivial, also der wird wahrscheinlich auch nur Silber sein oder Bronze oder sowas. Aber ich denke mal Silber. Nee, Bronze, 32,7. Ja, süß. Das ist genau die Herde, die ich gerade gesucht habe, ne? Ich hab die jetzt schön vor mich her. So, egal, zwei habe ich getroffen. Zwei habe ich rausgeschossen. Ich hoffe, da ist ein Männchen dabei. Ja, nee, ja, sie ist weiblich, aber Silber. Schön. Den habe ich erwischt. Sehr gut. So, das Peribison hier vorne, auch No Scope, ist auch ein Weibchen, auch Silber, 83,9. Naja, okay. Wenigstens Silber. Was ist noch ein Männchen, Gabelbock? Auch erwischt, sehr gut.
Der ist leider nur Silber. 73, 75 wäre Gold. Schade. Single Lunge. Das ist noch ein Dreier. So, der Gabelbox auch nur Silber. 71,7. Schade. Hey, kriege ich hier keinen goldenen mehr, oder was? Der läuft hier noch ziemlich weit. Ich glaube, den habe ich nicht in ein lebenswichtiges Organ getroffen. Könnte sein. Hier liegt noch eine Kuh. Da liegt einfach noch eine Kuh. Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Da habe ich in die Wirbelsäule getroffen. Ah, schade, 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 schade. Also hier liegt einfach nur eine Kuh. Ich glaube, die habe ich auch nicht lebenswichtig verletzt. Ja, genau das gleiche. Leider auch nur in den Magen getroffen. Ja, und ich würde sagen, das war es auch schon wieder für diese Folge The Hunter Call of the Wilds für heute. Ja, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe meinen bisher längsten Schuss gesetzt. Also, es muss safe der längste Schuss sein. Ich habe nie über 400 Meter getroffen. Auf einen Gabelbock, der noch gegangen ist. Der war noch in Bewegung. Das war so krass. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich treffe. Einfach geschossen. Ja. Geiles Ding. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Vergesst das Abo nicht. Vergesst den Follow auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Mein Discord ist auch in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.